Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Focus E-Bike Innovation Talks. Diese Reihe haben wir aufgelegt, um den Siegern des Focus E-Bike Innovation Awards 2020 eine entsprechende Bühne zu geben, die wir ihnen leider, also die wir den Siegern leider physisch nicht bieten dürfen und nicht können dieses Jahr. Heute freue ich mich darüber, über eine Kategorie zu sprechen, die da heißt Sociability. Darunter fallen alle Dinge, die sich, oder anders gesagt, wo das E-Bike einen Part einer sozialen Verantwortung übernimmt. Darunter sehen wir Ideen, die das Thema Sharing betreffen, die aber auch Umstieg von Auto auf Fahrradverkehr fördern etc. Und den zweiten Platz in dieser Kategorie hat das Projekt ADAC E-Ride belegt. Und um darüber zu sprechen, was es damit auf sich hat, habe ich eingeladen, beziehungsweise habe ich die Freude, mit Thomas Biersack vom ADAC und Andreas Nelskamp von Rideys zu sprechen. Was die beiden wiederum gemeinsam haben, beziehungsweise in dem Projekt genau machen, das erklären wir uns jetzt am besten selbst. Herzlich willkommen, Thomas. Herzlich willkommen, Andreas. Ja, hallo, Patrick. Grüß Gott, servus. Hallo. Ja, erstmal von mir auch herzlichen Glückwunsch zum zweiten Platz in der Kategorie Sociability. Wie ich es immer mache an der Stelle, ich würde euch jetzt einmal ganz kurz, nachdem ich gratuliert habe, einmal sagen, warum die Jury euch, denn nicht ich suche die Sachen aus, sondern eine Jury sucht die Sachen aus oder die Platzierung raus, warum die Jury euch auf diesen Platz gestellt hat. Und von da ausgehend würden wir uns dann darüber unterhalten, ob sie A, recht hat, wovon ich ausgehe, und B, was genau sich hinter eurem Projekt verbirgt. Und da gesagt wurde nämlich, dass wenn man Elektromobilität heute wirklich verbreiten will, dann kommt man eben am E-Bike nicht vorbei oder im weitesten Sinne an Micromobility nicht vorbei. Wenn man aber eben mit diesem Thema viele Menschen erreichen will, kommt man an Multiplikatoren wie dem ADAC nicht vorbei. Und jetzt sagen die einen natürlich, ja, gerade der ADAC. Gleichzeitig sagen bestimmt aber viele, ja, natürlich, gerade der ADAC muss das machen. Und jetzt würde ich gerne von euch hören und erfahren, was es einerseits mit dem Projekt auf sich hat und wie ihr beide, sprich Rideys und ADAC, eigentlich zusammengekommen sind. Ja, da darf ich vielleicht für den ADAC schon mal das Wort übernehmen. Es ist ja so, dass der ADAC nicht nur der Pannenhelfer mittlerweile mehr ist. Das ist ja sicher bekannt. Und wir verstehen uns als Mobilitätsdienstleister und deshalb wenden wir uns auch allen Verkehrsträgern zu. Hintergrund der Zweirad-Offensive, der E-Zweirad-Offensive, ist sicher auch, dass wir schon auch unsere Wurzeln ein bisschen in der Zweirad-Mobilität sehen. Vor 117 Jahren ist der ADAC damals als Deutsche Motorradfahrervereinigung gegründet worden. Mhm. Erst ein paar Jahre später wurde dann daraus der Allgemeine Deutsche Automobilclub. Also man kann weit hergeholt schon auf die Historie blicken. Aber in den heutigen Tagen sind wir natürlich auch dabei, uns umzusehen, wo führt denn der Weg hin? Und E-Mobilität hat oder verzeichnet einen starken Wachstum, gerade im Zweiradbereich. Und wenn dann der ADAC sich umschaut, dann kommt er unter anderem zu solchen Startups wie Rideys. Und Rideys hat uns von Anfang an operativ einfach einen interessanten Ansatz geboten. Und so sind wir eigentlich seit einem knappen Jahr in enger Verbindung und haben jetzt diesen Abo-Shop aufgebaut. Lieber Andreas Nelskamp, aber dann erklär uns doch neben der Tatsache, dass du uns erklären solltest, bitte, was Rideys genau ist oder was sich dahinter verbirgt, aber dann nochmal, was jetzt wirklich ADAC E-Ride bedeutet. Also was habe ich als Endverbraucher, und an das richtet es sich ja, was habe ich davon? Wie komme ich da dran? Genau. Also wir arbeiten zusammen mit dem ADAC seit Juli letzten Jahres, hatten angefangen mit 3 E-Bikes, die wir über den ADAC vermarktet haben, nur in der Stadt München zum Kaufen, zum Abonnieren und zum Testen. Das war die Grundlage, auf der wir dann erfolgreich weiter aufgebaut haben, hatten dann im November das Angebot ausgebaut, also bundesweites Angebot und auch noch Elektroroller ergänzt, die bis 45 km/h fahren. Und haben im Mai das Ganze noch jetzt weiter ausgebaut, indem wir monatliche E-Abos anbieten für E-Bikes und E-2-Räder. Mhm. Und das ist mal eins hier im Hintergrund dabei. Das ist zum Beispiel hier der Kito-Roller. Mhm. Ein bisschen gezeigt hier im Retro-Style. Wir haben noch den Fessler mit dabei. Aber auch als Fun-Move hier im Hintergrund vom Thomas zu sehen, hier ein stylisches Design-Bike. Und, ja, okay, jetzt sieht man es, genau. Kann man sehen. So, und ich würde einfach mal jetzt mal gleich mal den Bildschirm teilen und sagen, eben, was bieten wir überhaupt an? Also kurz vorweg, wir wollen den Einstieg in die Mikromobilität hier möglichst einfach gestalten. Einfach heißt hier günstig.
wir, wo wir die Fahrzeuge halt eben wieder mit einem Rabatt anbieten zum Kaufen und jetzt auch neu in einem monatlichen Abonnement ab 49 Euro pro Monat. Heißt auch flexibel anzubieten. Ich muss mir kein Fahrzeug zwingend kaufen. Ich muss es nicht langjährig finanzieren oder über 3 Jahre lang leasen, sondern ich kann das hier monatlich ab 3 Monaten abonnieren und monatlich kündigen. Also äußerst flexibel und vor allem sorgenfrei. Sorgenfrei heißt hier, es sind inklusive die Reparaturen, die Wartung, die Versicherung, alles ist mit dabei, um die Leute abzuholen, die bisher eben noch keinen Zugang dazu hatten. Das hat Mobilitätshilfe im Zweifel, wenn mal was wäre, wird wahrscheinlich auch gewährleistet. Also noch, das wird noch kommen, also eine Vor-Ort-Mobilitätshilfe, das kommt noch jetzt relativ zeitnah nach, das kann ich so jetzt mal mit ankündigen. Ja. Wir bieten das Angebot aktuell hier in über 30 Städten in Deutschland an, wo wir mobile Servicepartner haben hier und auch Stationen, wo man das Fahrrad hier im Mangelfall dorthin bringen kann. Das wird hoffentlich ohnehin selten vorkommen, weil wir bieten hier hochwertige Markenfahrräder an. Wir sind also kein Sharing-Betrieb halt eben hier, wo man so mal zwar robuste, aber nicht unbedingt so ansprechende Fahrzeuge hat. Wir sind unabhängig von Geschäftsgebieten. Wir haben Markenfahrräder dabei wie VanMoof, wie Coratec, Fantec und andere, die man entsprechend dann dort mieten kann. Mhm. Und ich will einfach mal zeigen halt eben hier, was ist überhaupt so im Angebot mit dabei. Jetzt zeigt mein Rechner gerade ganz viel an hier. Zeigen Sie uns nichts, was Sie am Ende bereuen. Nein, das werden wir gerade nicht bereuen. Ich hoffe, es ist auch zu sehen hier der ADAC E-Ride Shop. Ja, den sieht man. So, wir bieten E-Bikes und E-Motorroller an ab 59 Euro im Monatsabo. Sprich halt eben hier, wir haben hier Fahrzeuge hier von Univega, von Coratec, von Ghost mit dabei, aber auch E-Motorroller, die man entsprechend hier anmieten kann. Für 3 Monate, 6 oder 12 Monate. Heißt, man bestellt online, ist man ADAC-Mitglied, kriegt man nochmal einen extra Vorteil mit dabei, einen Preisvorteil. Man muss aber nicht zwingend ADAC-Mitglied sein. Man kann das Fahrzeug abholen, jetzt mittlerweile in über 30 Städten. Und kann entspannt losfahren, denn Wartung, Reparaturservice ist alles mit dabei. Wir haben eine relativ einfache Preisgestaltung. Wir haben 3 Preiskategorien von Smart eben am unteren Preissegment ab 69 Euro, im Angebot auch schon ab 49 Euro, Classic und Premium, woraus entsprechend dann hier die Fahrzeuge auswählen kann. Und die Fahrzeuge, wie gesagt, sind also hochwertige Markenfahrzeuge, Fantec, Univega und dergleichen. Da kann ich mir auswählen, was ich ganz gerne hier buchen möchte. Achso, je nach Kategorie werden mir andere Fahrräder angeboten, also andere Modelle. Genau, richtig. Ich kann mir also alle Fahrzeuge anzeigen lassen oder okay, ich suche eher was Preisgünstigeres hier in der untersten Preiskategorie, lasse ich mir nur die anzeigen. Ich möchte ganz gerne hier also auch hier hochwertige Fahrzeuge fahren, dann gehe ich entsprechend eine Preiskategorie höher. Ich fange hier mal mit einem Angebotsmodell an, hier dem Elektra Tawny, hier, was man ab 59 Euro entsprechend mieten kann und auch entsprechend dann hier die Laufzeit wählen kann, 3 Monate, 6 oder 12 Monate, mit dem Rundum-Sorglos-Paket dabei. Heißt, ich erreiche auch die Schraubermuffel, sagen, ich traue mir das nicht zu, wenn irgendetwas defekt ist. Ich will mir keine Gedanken machen über eine Diebstahlversicherung hier, wie ich das Bike dann versichern soll. Das ist alles hier entsprechend mit dabei. Und ich kann sagen, nach der Laufzeit, okay, ich lasse den Vertrag einfach weiterlaufen, das gefällt mir. Ich behalte das Fahrrad hier, miete einfach weiter. Ich kann sagen, war schön, ich möchte jetzt mal ganz gerne ein anderes Fahrzeug ausprobieren. Das heißt, ich kann durchaus auch sagen, jetzt würde ich ganz gerne auch mal vielleicht mal einen Motorroller fahren, suche mir dann eben einen Motorroller aus. Oder ich habe eine jederzeitige Kaufoption dabei. Das heißt, das Fahrzeug gefällt mir. Ich kann sagen, nach 4 Wochen sagen, nach 4 Monaten sagen, super, machen wir ein Angebot halt eben, ich möchte es ganz gerne kaufen. Mhm. Ja, beeindruckend, durchaus vielfältig. Wie ist es denn, wenn ich jetzt interessiert bin, aber ich finde noch nicht das Rad, das ich gerne hätte? Oder das Modell, die Art, die Marke, die mir vielleicht vorgeschwebt ist, kann man da in Zukunft von ausgehen, wird das noch breiter, das Angebot? Weil letztlich ist es, also es wirkt natürlich jetzt schon, da sind verschiedenste Marken dabei, aber da ist links und rechts und dazwischen gibt es ja noch viele andere. Also es ist
Der Markt ist ja durchaus breit. Wird das weiter ausgerollt oder wie muss man sich das vorstellen? Definitiv. Also wir haben aktuell hier ungefähr 15 Fahrzeuge im Angebot. Die E-Bikes, da fokussieren wir vor allem hier auf den urbanen Sektor, auf die Städte und für Touren. Deswegen dabei halt eben hier City-Bikes mit dabei, Trekkingräder und einzelne Mountainbike-Hardtails. Also keine Enduros, keine Pullis halt eben. Das ist nochmal ein anderes Segment mal für eine spätere Ausbaustufe. Man muss ja auch Ziele haben. Wir wollen vor allem halt eben eine nachhaltige, günstige, flexible Mobilitätsoption geben für die Stadt. Weil dort sind die Verkehrsprobleme, die Umweltprobleme und auch die Nachfrage am größten. Mhm. Deswegen erst einmal der Fokus ganz klar hier auf die Großstädte. Mhm. Und der Bier sagt, nur noch mal, um darauf zurückzukommen, was ich gerade meinte, wenn es dann in Zukunft so ist, wenn ich dann ein Problem mit meinem Rad hätte, dann rufe ich eine Servicenummer an, dann kommt ein gelber Engel auf möglicherweise einem Lastenrad daher mit den entsprechenden Werkzeugen. Es gab ja tatsächlich in der jüngeren Vergangenheit schon Pilotprojekte mit E-Bikes, die als Pannenhelfer unterwegs waren in den Städten, wo es sehr eng wird, wo vielleicht ein E-Bike schneller an den Pannenort kommt, als ein Auto das kann in den dichten Innenstädten. Da läuft also was. Allerdings hat das natürlich nichts mit dem E-Bike-Angebot jetzt aktuell zu tun. Tatsächlich muss man sich überlegen, dass wir als ADAC natürlich sicherstellen wollen, dass unsere Mitglieder ankommen. Und wir haben die Erfahrung gemacht, überhaupt im Bereich der Elektromobilität, momentan ist das Pannenaufkommen natürlich noch nicht signifikant. Das heißt, wir haben keine statistischen Belege, dass Elektrofahrzeuge mehr oder weniger pannenanfällig wären. Wenn natürlich wirklich jetzt beim E-Bike unterwegs was kaputt ginge, würde ich sagen, ist es für die nahe Zukunft noch nicht möglich, dort sofort Abhilfe vor Ort zu schaffen und einen Pannenhelfer zu schicken. Aber wir sind tatsächlich dran, auch dieses Segment anzugehen. Und das wird natürlich in unseren Köpfen immer mitschwingen. Wie können wir dieser neuen Mobilität auch gerecht werden, mit unserem ureigenen Anspruch, Pannenhilfe zu leisten? Aber das ist schon ein sehr spezielles Thema. Ich glaube, solange man mit dem Rad mit einer Panne, die auf den Motor zurückgeht, immer noch sich fortbewegen kann, was ja möglich ist. Mhm. Wir bewegen uns ja, wie der Andreas gerade gesagt hat, hauptsächlich in der Stadt oder im Umland, dann wird man dort keinen Pannenhelfer brauchen. Wenn natürlich der Reifen platt geht und so, ist es eine andere Nummer. Mhm. Da können wir sicher noch drüber reden. Ja, da habe ich tatsächlich auch, wenn man es nicht gesehen hat, mit einem leichten Schmunzeln gestellt, die Frage. Sie haben natürlich völlig recht. Also einerseits, weil E-Bikes tatsächlich oder überhaupt Fahrräder natürlich nicht ganz so oft so kaputt gehen, dass man sie einfach gar nicht mehr vorwärts bewegen kann. Und wie Sie schon selbst gesagt haben, auch in der Stadt dann meistens da und hier noch ein Händler oder zumindest eine Servicewerkstatt oder sowas zur Verfügung steht. Ja, aber ja, ist aber doch ein schönes Beispiel dafür, wie 1 und 1 3 ergeben kann, würde ich sagen. auf den ersten Blick ja eigentlich ziemlich fremde, fremd gegenüberstehende Gewerke, möchte ich es nennen, dann zusammen dann doch was auf die Beine gestellt haben, was wir auf jeden Fall, beziehungsweise die Jury auf jeden Fall so gut gefunden hat, dass wir da eben die Auszeichnung vergeben können, die sie auch noch, jetzt muss ich natürlich zu meiner Schande gestehen, ich denke, wir kriegen auch zwei hin, also sprich einmal eine Verschriftlichung der ganzen Sache an dich, Andreas, und einmal natürlich an den ADAC, an dich, Thomas, dass man, das wird es auf jeden Fall geben. Wie gesagt, wir können es leider dieses Jahr nicht persönlich übergeben, aber die Post arbeitet ja Gott sei Dank noch, der DHL und dergleichen. In dem Sinne wird da noch was kommen. Ich danke euch recht herzlich für die Zeit, für den Aufwand und für den Einblick. Ja, und mir bleibt nichts weiter zu sagen. Macht da weiter, baut das weiter aus. Denkt euch neue Sachen aus, mit denen ihr nächstes Jahr wieder mitmachen könnt. Super. den Award wird es sicher weiterhin geben. Und ja, mit den weisen Worten bleibt mir nichts anderes zu sagen, als nochmal vielen Dank und auf Wiedersehen. Ja. Alles klar. Dankeschön. Dankeschön. Dann auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.